weil ich hier hin muss. Ich sehe auch gar nichts hier. Wenn wir mal im Kreis hier. Falsche Taste, so. Die wollte ich haben. Mann! Oh! Er macht mir alle! Wenn der mich einmal mit seinen Granaten erwischt, bin ich mal kaputt. Das ist ja fies. Oder mich mit dem nicht anlegen, Hanni. Was ist das denn da? Ein Turm? Tut mal gut, so. Wie komme ich jetzt hier hoch? Wo muss ich überhaupt hin? Ah, gerade noch gesehen, ey. Das ist ja das Problem in dieser Sichtmodus. Du hast. Du siehst die kaum, nur so eine Art Schatten. Das ist halt. Ja, für Data. Ja, jetzt habe ich auch alle erwischt, zum Glück. Da wo ist ja noch ein bisschen rumgucken hier. Ich glaube, in der Sicht kann man am besten dunkeln sehen. Immer noch am ehesten noch was. Auch wenn da momentan auch nicht viel ist, weil ich auch keine Ahnung habe, wo ich überhaupt hin muss, aber. Diese Granate, das war diese EMP-Granate, wenn die erwischen wirklich ein, ey. Immer sofort langgelegt. Das ist wie, das war so jetzt so ähnlich wie dieser Benommen-Effekt bei. Ja, beim ersten Teil, wenn du halt diese Spritzen reingehauen hast. Das war nämlich genauso, also. Ah! Also wie ähnlich wie der Benommen-Effekt beim ersten Teil, wo du Spritzen reingehauen hast. War nämlich auch so, immer wieder. Und auch bei den, in der Milchgemeinde hatte ich das nämlich auch mal, da konnte ich mich auch nicht mehr rühren. Das war, als ich von Alien getroffen wurde, irgendwie total auch benommen. So. Immer Spritzen reinhauen, ich bin einfach vorbeigelaufen. Und nochmal das Ganze. Ja, so. Wieder Tarnung an und weiter geht's. Ich denke mal, muss nach oben, vermute ich mal. Ja. Super. Ja, einfach im nächsten Abschnitt. Speichern wir ab. Wie immer, damit ich beim Fixsafe nicht im letzten Abschnitt lande. Das passiert mir ja auch manchmal. Ja, ein neuer Text. Valentin Yutani, Ansatzbrechung, der Vorfall, Anhang M, Wahlkopfaufzeichnungen. Na gut, wir haben nicht alle erwischt. Einer ist mir auf dem Fersen. Jetzt spielen wir nach meinen Regeln. Wir verfolgen ihn mit unseren Kameras und Sensoren. Ich habe mir einige der Aufnahmen genau angesehen. Etwas fiel mir an der Maske auf. Unter Vergrößerung kann ich Markierungen erkennen. Sie unterscheiden sich von denen der beiden anderen Masken. Sie sind eher dekorativ. Sie sind anders, aber dennoch vertraut. Ich habe das Gefühl, in meine Vergangenheit zu starren. In das Gesicht meines Beinahkillers. Heißt das, dass ich meinen Angreifer gefunden habe? Nach so vielen Jahren? Oder vielleicht er seinen Freund, seinen Bruder? Ha, vielleicht ist es nicht mehr als eine Marke, wie das Logo auf einem Schuh. Egal, er ist meine Nemesis und ich werde sein Verderben umso mehr genießen. Ja, fliehen Sie aus dem Kern. Ja, das ist unser Missionsziel. Und los geht's. Boah, liegt mir. Da fliegt ja Torse rum, das ist ja alles lecker, ey. Muss man nur sagen. Ja gut, vielleicht waren wir vielleicht das Spiel auch durchgekommen mit der Gewaltdarstellung wegen, weil die Leichen verschwinden recht schnell. Kann nur sein, dass es auch damit zusammenhängt, dass halt die Despawn-Zeit ziemlich gering ist. Die Köpfe, die fliegen ja auch sofort weg, die sieht man ja nicht mehr einzeln, also. Na, hier geht's weiter, ich gehe mal nach oben. Ja, geht's auch weiter, oder? Ne, die Tür ist zu. Ja, das war ziemlich eindeutig, wir müssen nach da rein. Dann werde ich mal wieder meine Dinge nutzen. Scheiße.
Ihr dritter Sichtmodus, der Protect-Modus, ermöglicht Ihnen, auch ohne Licht zu navigieren und andere Predators und deren Ausrüstung zu lokalisieren. Ja, so. Haben wir alle erwischt. Ach, da hätten wir auch sparen können. Ach, egal. Da muss ich eben lesen und kämpfen gleichzeitig. War auch nicht sehr einfach, aber ich hab's ja geschafft. Weil ich musste mich eben auf den Text konzentrieren und nebenbei diesen Typen erledigen. So war es keine mit der Schusswaffe, wäre das schief gelaufen, aber so konnte ich natürlich einfach nur zuhauen und ich treffe den schon irgendwie. Ja, mal gucken, wir haben mal rum hier, mal gucken. So, die Tür ist zu, hier geht's nicht weiter. Haben wir alles hier. Ja, ne? Ja, auch alle. Ja. Muss ich jetzt lang gehen? Muss ich wieder irgendwo hoch oder was? Nein, hier war ich schon. Einmal im Kreis gelaufen. Okay, dann bringen wir hier hoch, wenn was. Sagen wir, der Tapaschel nicht funktioniert. Der funktioniert auch nicht, wäre auch wohl. Wäre auch vielleicht keine gute Idee gewesen, mal davon abgesehen, aber muss ich jetzt lang? Ja, eine Idee. Gehen wir hier lang. Na, hier ne, Ding können wir hoch. Ja. Ach ja! So. Ja, ich würde sagen, wir springen hier hoch. Ja, geht immer höher und in. Nein, da kommt man jetzt so hoch. Vielleicht hier auf der Seite. Ja, da ist doch was. Ah, verdammt. Daneben. Den muss ich so kaputt hauen. Das war einfach. So. Haben alle erwischt hier oben. War jetzt so ein Blitzangriff. Ah! Scheiße! Da muss ich jetzt wohl. Ui, hätte auch schief gehen können. Hätte auch schief gehen können, ja. Schießt noch auf mich. Autsch. Ach, da geht's hoch. Ah. Ist gar nichts mehr hier. Hostile detect. Komm schon! Stirb doch einfach. So ein Android-Kopf wäre bisher auch mal ein interessantes Trophäe, aber. Scheiße, hat mich eben voll in die Hälfte weggehauen. Er hat ja doch ein Dreiviertel hat er doch noch an Kraft, oder? Also an Nebenzulangen gehen. Muss ich jetzt hier lang? Hostile detect. Ja, scheiße. Mir auch sofort. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ich kann einen Kopf abhauen, ey, dann hat man vielleicht eine Chance. Das war ja ziemlich blöd. Oh, Energie alle. Und wieder Energie aufladen. So. Puh, das ist gar nicht so leicht. Aber ich hab's bisher. Ein paar Mal kann man hier rein, oder ich weiß. Ja, ich glaube, ich renne mal hier rein, oder? Evakuieren. Das klingt doch ja. Das klingt ja irgendwie von wegen. Geh da rein, das ist bestimmt eine Falle. Eine Mission hieß ja auch Falle. Da kann ich nirgendwo anders hin, oder? Doch, hier kann ich ja nicht.
Dann sind wir hochgekommen. Na gut, egal, gehen wir halt hier rein. Was soll das denn? Ja, klar, war doch klar. Dein Mann und alle. Ja. Valkov hat uns erwischt. I think you are lost, my friend. Ja. Years in my nightmares. You have much to repay. Was für ein Sinn. Aua! Das tut doch weh! Was macht denn jetzt? Klaut doch unsere Maske? Ach doch. I will keep this as a trophy. Na, die holen wir uns nochmal zurück. Dann können wir das Gift draufnehmen. Your medication. Not yet. Sir, that's three. We're safe then, right? We're safe. For now. But there may be others. Ja, ja. Toll. Unerwartete Verbündete. Das ist ein Alien. Wo kommt das denn her? Hä? Moment mal, das ist doch... Das ist Hemmison! Das sind wir in dem Raum, wo wir in der Mühlkeit vorbeigelaufen sind. Wo wir den Predator gesehen haben, wo wir ihn aufgeweckt haben. Waren wir das? Also... Da kreuzt sich die Kampagne, offenbar. Ohne ihre Maske können sie 6 Minuten auch nicht benutzen, oder so. Datum 6. Januar 2231. Zeit 22.22 Uhr. Ort in den Kapseln. Ja, am Anfang der nächsten Mission. Das war... Ja, und war das der Verbündete. Ja, das heißt, ich mache hier wieder eine Pause. Und, ja, sag... Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.